Hallo, hier sind wieder Claudi und Timmy. Und weiter geht es mit dem vierten Teil von Etze, dem Fußballmonster. Los geht's. Etze auf Ärgersuche heißt der vierte Teil. Ihr erinnert euch ja noch an Mulle und Etze gefiel es sehr gut bei Mulle. Er musste sich nicht einmal ein Monsternest bauen, denn Mulle hatte schon eins. Ein Terrarium, in dem eine uralte Schildkröte lebte. Da schaut mal, da ist er. Mal gucken, mit der scheint er auch schon wieder zu quatschen. Schauen wir mal, was er sagt. Na, du alter Panzerknacker, was machst du denn den ganzen Tag? Fragte Etze. Ich lebe, ich denke, ich bin, sagte die Schildkröte. Und das ziemlich langsam. Bist ja nicht gerade ein Rennstein. Und groß bist du auch nicht. Ich habe in Florida Schildkröten gesehen, die waren so groß wie Esstische. Echt? Und die schwammen im Meer. Ärgert dich das? Ich ärgere mich nie, sagte die Schildkröte und zog sich langsam in ihr Haus zurück. Da muss ich mir eben jemand anders zum Ärgern suchen, brummte Etze gekränkt. Und dann machte er sich auf Ärgersuche. Er kletterte auf Mulles Schreibtisch und fand Tintenpatronen. Er schlürfte eine leer und dann noch eine halbe. Mit dem Rest machte er Kleckse auf Mulles Rechenheft und hopste in den Rechenkästen herum. Das gab tolle Muster zwischen den Rechenaufgaben. Mulle tobte, als er die Bescherung entdeckte. Ich hab doch nur ein bisschen Kästenhüpfchen geübt. Sport ist gesund, auch für ein Monster, kichert Etze frech. Spott treibst du auf dem Sportplatz und nicht auf meinem Schreibtisch, sagte Mulle ärgerlich. Jetzt muss ich die ganze Hausaufgabe nochmal machen, verdammt nochmal. Etze grinste. Das meiste war ja sowieso falsch. Sag bloß, du kannst rechnen, erkundigt sich Mulle verblüfft. Na klaro, schließlich war ich auch mal lange ein Schulmonster. Ja, könntest du mir dann vielleicht helfen? Fragte Mulle. Helfen? Ibe, nö, sagte Etze und schüttelt sich. Ein Monster wie ich schadet nur. Mulle schaltete schnell. Ich meine, du könntest mir helfen, dem Antonio zu schaden, verbesserte er sich rasch. Das hört sich schon besser an. Und wie soll ich das machen? Erkundigt sich Etze. Soll ich ihm etwa in den Popo beißen? Oder in die Wade? Mulle grinste. Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Antonio war der Beste in Mathe und er würde sich sicherlich unheimlich ärgern, wenn ich besser wäre als er. Und was kann ich da machen? Morgen ist Mathearbeit. Da bin ich immer ziemlich aufgeregt. Wenn du mitkämst und mir helfen würdest, da brauche ich aber Geheimtinte, fordert Etze. Wieso Geheimtinte? Wollte Mulle wissen. Weil ich ein Tintenmonster bin. Und wenn ich Geheimtinte trinke, die nach einiger Zeit unsichtbar wird, dann werde ich auch unsichtbar, krächzte Etze. Dann kannst du mir bei der Mathearbeit helfen und es merkt keiner. Genau, bestätigte Etze. Bist ja echt ein Blitzmerker. Vor dem Einschlafen erzählte Mulle noch mehr von seinen Schulsorgen. Ich gehe nicht gern in die Schule. Ich mache fast nie Hausaufgaben. Ich gehe nämlich lieber auf den Bolzplatz. Kann ich verstehen, knurrte Etze. Da ist es ja auch schön dreckig. Meine Eltern aber haben gesagt, dass sie mir das Fußballspielen verbieten, wenn ich die nächste Mathearbeit verpatze. Deinen sauberen Eltern werden wir es schon zeigen, kicherte Etze. Und schon kommt der fünfte Teil, Mathe und Fußballtraining. Etze hopste in Mulles Schultasche. Die sah von innen so gemütlich aus wie ein Müllcontainer und sie roch kotzeklig gut. Etze schnupperte an Mulles 3 Tage altem Käsebrot und sagte: da riecht's nach Brätekot und Pimmelschilz. Was hast du gesagt? Fragte Mulle. Das ist doch die verdrehte Wörtersprache, kennst du die nicht? Nö, sagte Mulle. Dann weißt du auch nicht, was Bußball in der Kleistermasse ist? Keine Ahnung. Und ein Riesschichter mit Pußfilz? Nö, nun sag schon, brummte Mulle. Das musst du jetzt aber selbst herausfinden, kicherte Etze. Jetzt kam der Mathelehrer Klaus Wespe ins Klassenzimmer und teilte die Arbeitsbögen aus. Etze hockte unsichtbar neben Mulles Federmäppchen und schielte auf das Papier. Mann, das ist wirklich so leicht wie Fliegenkacke, zischte er. Fang schon an, du alte Flasche. Wenn du etwas falsch machst, nehme ich den Tintenkiller und lösche es weg. Mulle löste eine Aufgabe nach der anderen. Es war beruhigend zu wissen, dass einer,
das Ergebnis kontrollierte. Etze musste nur 2 oder 3 Mal mit dem Tintenkiller eingreifen. Zwischendurch hopste er immer wieder auf Antonios Platz und spuckte ein paar Tintenkleckse auf dessen Arbeit. Als Antonio wegguckte, machte Etze auf das Ergebnis der letzten und schwersten Aufgabe eine Tintenpfütze. Ey, wie der Antonio sich da ärgerte. Er verdächtigte lautstark seinen Nachbarn und wenn Herr Wespe nicht eingegriffen hätte, hätte es eine handfeste Prügelei gegeben. Ich zeige euch mal kurz den Etze, wie er sich hinter dem Mäppchen mit dem Tintenkiller versteckt und den Antonio ganz schön reinlegt. Ärger lag in der Luft. Etze war zufrieden. Ja, so macht ein Monsterleben richtig Spaß. Als Herr Wespe 2 Tage später die Mathearbeit zurückgab, sagte er, es gibt 2 dicke Überraschungen. Konstantin Müller hat diesmal die beste Arbeit geschrieben und unser Star Antonio war wohl mit Gedanken etwas im Abseits beim Fußballspiel. Nach der 1 in Mathe hatten Mulles Eltern nichts dagegen, dass er wieder jeden Nachmittag zum Fußballtraining ging. Der Trainer hieß Willi Wupper. Diesmal müsst ihr alles geben, Jungs, verkündete der Trainer 2 Wochen vor dem Endspiel. Es ging nicht nur um die Meisterschaft, das Reisebüro Sprinter Tours hat für die Siegermannschaft eine Reise nach Mailand als Preis ausgesetzt. Mit einer Trainingsstunde bei den Stars des AC Milano. Da waren aber alle vollkommen begeistert. Ohne Murren kamen sie 5-mal in der Woche zum Konditionstraining. Zirkeltraining, Liegestütze und Dauerläufe. Trainer Willi Wupper, der früher in der Bundesliga gespielt hatte, übte mit ihnen Trippeln und Täuschen, Doppelpässe und Bananenflanken, Eckbälle und Elfmeterschießen. Keiner motzte noch nicht einmal Antonio. So, ich hoffe, ihr schafft noch ein 6. Kapitel. Das ist nämlich das große Spiel. Endlich war der große Tag da. Der Wettkampf wurde im neuen Stadion ausgetragen, in dem auch die Bundesligaspiele stattfinden. Es war besetzt bis auf den letzten Platz. Das Endspiel war der Höhepunkt des Sportfestes, zu dem alle schulfrei bekommen hatten. Etze hatte sich den besten Platz in der Mittelloge des Stadions ausgesucht. Er saß auf dem gelben Sonnenhut der Schuldirektorin. Da hatte er den besten Überblick. Und von da aus wollte er die Gegner der Bolsas untergehen sehen. Auf dem weißen Punkt in der Spielfeldmitte tanzten jetzt, von allen außer Etze unbeachtet, Igitte und ihr Cheerleader-Ballett. Die Zuschauer in den Rängen erhoben sich abwechselnd und formten ein La Ola. Unter den Anfeuerungsrufen ihrer Fans liefen jetzt die Mannschaften ins Stadion ein. Der Schiedsrichter legte den Ball auf dem weißen Mittelpunkt für den Anstoß bereit. Weil er dabei fast auf eine der Cheerleader-Spinnen getreten wäre, brachte es ihm von einer der Mücken einen herzhaften Biss in die Wade ein. Dann erfolgte der Anpfiff. Haut rein, Jungs, rief Antonio, der Mannschaftsführer der Bolsas. Und dann formierten sie sich zum ersten Angriff auf das gegnerische Tor. Aber die Mannschaft von Tiger 04 war abwehrstark. Rasch kam es zum Gegenangriff. Antonio rettete und kickte den Ball neben dem Tor ins Aus. Schiedsrichter Pfeifle entschied auf Eckball und dann fiel das erste Tor. 1:0 für die Tiger. Willi Wupper stand am Spielfeldrand und gab aufgeregt seine Anweisung. Können Sie nicht Ihren Hut absetzen, man sieht ja gar nichts, beschwerte sich jemand hinter der Schuldirektorin. Die nahm ihren flotten Sonnenhut ab und legte ihn auf den Fußboden. Jetzt musste sich Etze einen anderen Aussichtspunkt suchen. Die höchste Erhebung in nächster Nähe war ein kräftiger Mann mit Stirnglatze. An seinem gelb-schwarzen Schal konnte man erkennen, dass er ein Anhänger der Tiger war. Etze kletterte an dem Schal hoch und setzte sich auf die Schultern des Mannes. Der Pullover war grün-gräulich-Etze-farben, sehr praktisch. Das war die perfekte Tarnfarbe für Etze. So sah ihn niemand. Und endlich fiel ein Ausgleichstor für die Bolsas durch Antonio. 1:1. Macht nix, die Tiger werden gewinnen, sagte der Mann mit dem Tigerschal zu seinem Nachbarn und steckte einen Kaugummi in den Mund. Ich bin nicht so sicher, die Bolsas spielen gar nicht so schlecht, sagte sein Nachbar. Ich habe vorgesorgt, raunte ihm der Tigerschalmann hinter vorgehaltener Hand ins Ohr. Die Tiger werden nämlich für meine Schuhe werben.
Sieger mit Tiger, trag auch du den Tigerschuh. Und sie werden mit meinem Reisebüro Tiger Tours die Reise nach Milano machen. Wieso bist du da so sicher? Joe Pfeifle ist ein guter Kumpel von mir, sagte der Mann mit dem Tigerschal und zwinkerte seinem Nachbarn listig zu. Der ist mir noch einen Gefallen schuldig. Außerdem habe ich ihm eine Ferienreise nach Afrika versprochen. Und was ist mit Willy Wupper? Der war doch auch mal dein Schulfreund. Eher Schulfeind, sagte der Mann mit dem Tigerschal finster. Schließlich hat er mir damals die Freundin ausgespannt und dann fügt er mit einem fiesen Grinsen hinzu. Der soll sich grün und blau ärgern, wenn seine Mannschaft verliert. So, das war jetzt der sechste Teil. Und die letzten drei Teile lese ich euch ein anderes Mal vor. Seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.